Normalerweise kommen zu einer Mitgliederversammlung der Volksbank gerade einmal 1000 Besucher. Weil jedoch am Donnerstag in Marburg die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, als Rednerin eingeladen war, platzte die Halle fast aus allen Nähten. Die Volksbank Mittelhessen hatte die Theologin gebeten, über christliche Werte in der Gesellschaft zu sprechen. Vor fast 2000 Menschen sprach sich die 53-jährige gebürtige Marburgerin für die 10 Gebote als grundlegendes Werteraster für wirtschaftliches Handeln aus. Ich denke, im Moment ist es so, dass viele Menschen ein ziemliches Unbehagen beschleicht in unserem Land. In Europa können wir sagen, vielleicht sogar kontinentübergreifend, auch in den USA ist das zu spüren, denke ich. Ständig neue Pläne zur Rettung von Banken. Eine Krise folgt der anderen Krise und manchmal wissen wir gar nicht mehr, wer unter einen Rettungsschirm muss oder ob noch ein Rettungsschirm da ist. Und wenn dann eine Volksbank eine Altbischöfin zur Rede einlädt, werden manche sagen, du lieber Himmel, die Krise muss wirklich heftig sein. In Europa hat sich doch eine deutliche Distanzierung der meisten Menschen gezeigt von Kirche, von christlichem Glauben und diese Selbstverständlichkeit, mit der Menschen dazugehörten, die Rituale kennen, im christlichen Glauben erzogen sind, das ist eigentlich in Westeuropa, in Deutschland, doch weit verloren gegangen. Zum anderen können wir aber auch sagen, dass immer mehr Menschen doch auch Orientierung wieder in den Kirchen suchen. Gerade im Zeitalter der Globalisierung wird doch eher gefragt, wo gehöre ich hin, was macht mich aus und wo kann ich vielleicht anknüpfen an die Werte der Generationen vor mir. Gegen das sich so verfestigende Bild, das mich immer ärgert von Journalisten, es geht ja sowieso kein Mensch mehr in die Kirche. Wenn einige da sind, möchte ich gleich antreten mit einer Zahl, nämlich dass jedes Wochenende in der Bundesrepublik Deutschland 5 Millionen Menschen in einen Gottesdienst gehen, aber nur 700.000 in ein Bundesligastadion. Die Berichterstattung ist völlig disproportional, meiner Meinung nach. Das erste religiöse Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Eine ganz entscheidende Mahnung, mich zu fragen, wer ist mein Gott? Wer ist mein Gott? Was ist bestimmt? Luther hat gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran hängt das Herz des Menschen? Jesus Christus ist jedenfalls keine Naturgottheit, die mir plötzlich auf dem Waldweg begegnet. Sondern Martin Luther hat immer wieder gesagt, christlicher Glaube bindet sich an die Bibel, an diese Grundbotschaft und da finden wir Orientierung. Jesus wurde mal gefragt, was er für das höchste Gebot hält und er hat dieses alttestamentliche Wertesystem zusammengefasst, indem er gesagt hat, alles zusammengefasst bedeutet, Gott über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich muss sagen, ich finde das bis heute ein ungeheuer gutes Orientierungsdreieck. Weil Gott über alle Dinge lieben heißt dieses berühmte Frage nach dem ersten Gebot, was ist dein Gott? Und außerdem bedeutet es, ich verantworte, was ich tue. Ich verantworte auch mein Scheitern vor Gott. Vor Gott muss ich das bloß und offenlegen. Da kann ich nichts mauscheln, keine Tabellen fälschen oder irgendetwas vertuschen, sondern vor Gott liegt das offen. Nächstenliebe und der Aufbau der Gemeinschaft sind in der Bibel Kriterien. Und ich denke, diese Gemeinschaftsorientierung, die müssen wir wieder gewinnen. Geld an sich wird in der Bibel gar nicht verurteilt. Es wird nur gesagt, wer reich ist, hat es schwerer, ins Himmelreich zu kommen. Das berühmte Nadelöhr, durch das ein Kamel schwer kommt. Aber wenn ein Mensch sein Geld verantwortlich wahrnimmt und fragt, wie kann ich das, was ich habe, an Talenten, an Pfunden, einbringen in die Gemeinschaft, dann wird das sehr positiv gesehen. Mir ist wichtig, dass wir in unserem Land aber keine Erwerbs- oder Arbeitsreligion das Wort reden. Ich bin überzeugt, dass es zur Würde des Menschen gehört, dass er erwerbstätig sein kann. Ich bin auch überzeugt, eigentlich möchte das jeder Mensch, erwerbstätig sein, den eigenen Unterhalt verdienen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, als Christin ist jeder Mensch gleich viel wert, ob er jetzt erwerbstätig sein kann oder nicht. Das erste ist nicht die Erwerbstätigkeit, sondern die Ebenbildlichkeit Gottes, die sich in einem Menschen spiegelt. Und da ist der erfolgreiche Unternehmer nicht mehr wert als der sterbende alte Mann. Und das kleine, schwerstbehinderte Mädchen ist nicht weniger wert als das schöne Model. Nicht durch Arbeit erst.